Hallo Leute, herzlich willkommen beim Sushi Stem. Es ist bald wieder Erdbeerenzeit und ich habe überlegt, dass ich so Lust auf Biscuitrollen habe. Und da ich noch nie einen Biscuitrollen gemacht habe, habe ich gedacht, wir können mal zusammen dann versuchen, wie das geht. Dann viel Spaß beim Zuschauen. Die Zutaten, die wir dazu benötigen, sind 5 Eier, ein Eigelb, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 150 Gramm Mehl, ein Teelöffel Backpulver, ca. 400 Gramm Erdbeeren, 500 Gramm Sahne, 2 Päckchen Sahnesteif und Erdbeerkuvertüre. Für den Biskuitteig schlagen wir das Eigelb und den Eier schaumig und geben wir nach und nach den Zucker, Vanillezucker und Salz dazu. Die Masse schlagen wir ca. 5 Minuten so lange, bis es dick schaumig wird. Dann vermischen wir das Backpulver mit dem Mehl und heben es dem Teig unter. Auf das Blech mit dem Backpapier streichen wir den Teig drauf. Wir schieben unser Biskuitteig in einen 160 Grad vorgeheizten Backofen und lassen ihn ca. 15 Minuten fertig backen. Solange bis der Kuchen in den Ofen ist, können wir unsere Erdbeeren vorbereiten. Nachdem der Biskuit fertig ist, stützen wir ihn direkt auf ein feuchtes Geschirrtuch. So lange, bis unser Biskuit mit dem Backpapier auskühlt, bereiten wir die Creme mit dem Sahne und Sahnesteig vor. Jetzt ziehen wir den Backpapier ab und bestreichen unser Kuchen. Und als letztes mit der Hilfe des Küchentuchs rollen wir unser Biskuit auf. Ich finde es super, dass die Eier nicht unbedingt trennen muss. Damit sparen wir ein bisschen die Spülarbeit. Und im Grundrezept stand, dass braucht man kein Feuchttuch für den Aufrollen von den Biskuit, sondern es reicht auch ein Backpapier unten drunter. Ich wollte mit dem Backpapier ein bisschen dann sparsam sein, deswegen habe ich mir doch mit dem klassischen Variant versucht. Und es geht auch ziemlich schnell. Also innerhalb, glaube ich, so eine halbe Stunde ist auch den Kuchen fertig. Das ist auch gut, wenn man dann schnell die Gäste kommen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und den Rezept ausprobiert. Schreibt bitte gerne einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Siehst du!